haben sie auch immer so viel Krempel mit reingepackt, das ist Wahnsinn. Dass hier so viel Zeug reinpasst. Schon erstaunlich, aber die Entwickler kriegen alles fertig. Die packen hier alles rein. So, 4 weitere Unterschiede und ich sehe schon wieder keinen mehr. Das ist da. Da haben wir noch einen. Noch einen. Noch einen. Ah, okay. Geht. Und ich werde aber dieses Kratzen im Hals nicht los hier. Dieses Gefühl, dass ich irgendwas im Hals habe die ganze Zeit, es nervt. Haben wir noch was? Die Briefmarke. Okay. So. Und weiter geht's. Ich will jetzt unbedingt dieses Rätsel lösen. Ich will wissen, was da rauskommt jetzt. Holztablett, Ballon, Überwachungskamera. Ballon, Kamera. Holztablett. Da. Rettungsring, Geldschein. Die Räume hier sind mir am liebsten. Die gehen rucki zucki. Füllfederhalter. Zuckerstange. Siehst du, da bist du hier ratzifatzi durchgerannt. Holzgiraffe. Oder auch nicht, wo ist die Holzgiraffe? Da. Violinenschlüssel, Sonnenbrille. Da. Spechtnagelknipse. Spechtnagelknipser, Sonnenbrille, wo ist denn die? Und Maiskolben. Maiskolben, wo ist die Sonnenbrille? Hallo? So viele Sachen liegen hier doch gar nicht mehr. Wo ist denn die Sonnenbrille hier? Ach da. So, und weiter geht's zum nächsten Raum. Ich will unbedingt das Rätsel jetzt lösen hier. Der Salon. Vogelhäuschen, Buntstifte, Champagner. Champagner, Buntstifte, das Vogelhäuschen. Da. Batterien, Totempfahl, fliegende Untertasse. Wo ist er denn? Vampir, Streichhölzer. Da. Fliegende Untertasse, Streichhölzer. Streichhölzer, dicke Bohnen. Speck und dicke Bohnen. Da. Eine Krebszange. Ach, ein Staubsauger. Eine Krebszange, grauer Pullover und Mayong, was auch immer. Ach, ein Mayong-Klotz wahrscheinlich. Krebszange, grauer Pullover, Krokodil. Grauer Pullover, Krokodil und Krebszange. Waldhorn. Rote Rose. Jetzt hängt's gerade wieder. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt klemmt's wieder. Da ist die Krebszange, Krokodil, Waldhorn, rote Rose. Okay. Ach ne, ist wieder ein Saxophon hier. Waldhorn, rote Rose, Krokodil, Waldhorn. Krokodil, rote Rose. Gibt's auch gar nicht hier. Ja.
Krokodil. Doch, da. Eben noch alles genau abgeguckt, hier überall irgendwo Schatten oder sonst was zu sehen. Oh, hier irgendwas mit Ägyptisch. Ach, wieder ein Tagebucheintrag von der Ausgrabung. Okay. Das ist oben. Das gehört darüber. Da, da. So. Das gehört hier hin. Da gehört aber noch was rein. Da und das. Yucatan. Okay, Yucatan war das. Gut, aber man lernt ja nie aus. Von daher passt das. Wo gehört denn das hin? Ach, das gehört da unten hin. Nicht schon zu Ende. Das gehört dahin, das dahin. So. Jetzt kriegen wir mal ein Stückchen hier. Oder auch nicht. Ja, doch, jetzt kriegen wir es hin. So. Tagebuch der Sonnenstrahlen-Schatzexpedition. Yucatan, südliches Mexiko. 4. Mai 1996. Ich habe mir die Stelle gemerkt und werde meinen persönlichen Hieroglyphencode, die Magravur, verwenden, um meinen Fund zu dokumentieren. Ich traue meinen ehrgeizigen Archäologiestudenten und den einheimischen Ausgräber nicht. Er ist es, Rainer. Aber ich muss trotzdem Proben zur Überprüfung mit nach Hause nehmen. Ich bin meinem Traum so unendlich nahe gekommen und ehrlich gesagt könnte es sein, dass ich halluziniere. Ich habe eine lebenslange Suche hinter mir und der Dschungel kann dem Verstand einen Streich spielen. Natürlich Streiche spielen, einen Streich spielen, so irgendwie. So, der letzte und hier geht's Licht aus, natürlich. Boxhandschuhe, Narrenkappe, Skalpell. Boxhandschuhe, Narrenkappe und Skalpell. Ich will jetzt unbedingt das Rätsel lösen. Monokel und Knochen. Da ist das Skalpell noch. Okay. Monokel und Knochen. Monokel. Knochen. Knochen. So. Die Narrenkappe. Die finde ich jetzt gerade nicht irgendwie. Metallpfeile, Pylon, Graffiti. Graffiti. Hier ist ein Schraubenzieher. Wo waren die Pfeile? Pylon. Da ist Dynamit. Sprengen wir die Tür doch einfach auf. Genau. Sprengen wir einfach die Türe auf. Dann haben wir das Problem beiseite geschafft hier. Metallpfeile, Pylon. Und Pylon müssten wir doch eigentlich... Ach da. Müssen wir doch eigentlich gleich sehen. Ach ja. So. Ich habe die letzten Tage ganz schön was an Aufnehmen runtergeballert, Alter. Mein lieber Schwan. Denk mal gar nicht so drüber nach. Beziehungsweise wenn du mal drüber nachdenkst, dann kriegst du erstmal einen halben Schock hier. Achso, das ist ja die Narrenkappe, ja. Weißer Hai, Hammer, Rosette, Computer. Rosette. Fischi. Computertastatur. Da. Petroleumlampe. Weißer Hai, Petroleumlampe, kandierter Apfel. Kandierter Apfel. Appenteil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das kleines Fitzelteilchen ist ja da. Gut, ein kleines kriegen wir sowieso. Hier sagt er noch Madame. Ach, das.
Also, wenn wir Glück haben. Also, dass wir für das Eck hier einen Teil kriegen, das glaube ich mal echt nicht hier. Hier werden wir noch eins kriegen. Da noch eins und da noch eins, vermute ich mal. Und natürlich das in der Mitte. Vier Teile wären das. Ich muss aber trotzdem mal eine Aufnahmepause machen. Eine Aufnahmepause, weil meine Festplatte nämlich. Sie würde vielleicht gerade noch für eine Runde reichen. Also für einmal sechs Wimmelbilder machen. Aber dann würde sie absolut platzen. Deswegen, ich muss eine kurze Aufnahmepause machen, das Ganze mal durchrendern. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das noch so lange geht. Aber gut, okay. Ich render das Ganze durch, mach ein Aufnahmepäuschen. Wenn das durchgerendert ist, haben wir wieder Platz auf der Kiste, dann können wir weitermachen. Ich sage bis hierhin vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch bis zum Schluss dabei bleibt, wenn ihr ein bisschen mitfiebert mit mir, wegen mir, gegen mich, warum auch immer. Wenn ihr Ideen, Vorschläge, Anregungen habt für Spiele, Kritik an meinem Let's Play-Stil oder sonst irgendwas, lasst es mich wissen. Ich werde versuchen, alles umzusetzen, beachten, bearbeiten, pipapo. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, in der finalen Aufnahme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange dann noch geht. Und ich sage bis gleich in der nächsten Aufnahme. So, meine Lieben, und damit willkommen zurück beim Let's Play Mudgrave Manor. Ja, ihr seht's, wir sind direkt am Wappenbild. Ich hatte vorhin weitergemacht. Dachte eigentlich auch, ich hätte aufgenommen. Ich habe jetzt genau in dem Moment, wo wir hier das letzte Wappenteil gekriegt haben, unterbrechen müssen. Hab dann auf Aufnahme gedrückt und habe festgestellt, dass dann erst die Zahl rot wurde. Ich habe die ganze Zeit nicht drauf geachtet, dass er überhaupt nicht aufnimmt. Das heißt, die letzten zwei kompletten Runden fehlen uns jetzt. Leider. Jetzt haben wir hier das letzte Wappenteil und sind fertig. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Das hätte alles nicht sein müssen hier. Naja. Es war Pech, aber okay. Oh nein. Ist das mein Großvater? Ja, das, was von ihm übrig ist. Also hatte ich all die Jahre recht. Er hat ihn gefunden und dann hierher in Sicherheit gebracht. Den Sonnenstrahlenschatz. Aber das ist nicht alles. Ha, er ist so wunderschön. Und jetzt ist er mein. Na, siehst du doch, ich hatte es geahnt, dass der Butler das war. Was? Ihr Margrave nehmt euch selbst immer so wichtig. Für wie dumm und armselig halten Sie mich? Denken Sie wirklich, ich sei so loyal, dass ich mein eigenes Leben aufgebe, um 10 Jahre lang im Grab eines alten Mannes zu wohnen? Wie absolut lächerlich. Ich verstehe nicht. Lassen Sie mich raus, Scharrer. Lesen Sie die letzte Botschaft des alten Mannes. Okay. Ich komme nicht raus. Ich habe dafür gesorgt, dass man nicht leicht hineinkommt. Und da ich mich mit Houdinis Kunststücken auskenne, habe ich sichergestellt, dass man ebenso schwer wieder hinauskommt. Ich vertraue Scharrer nicht. Er erscheint mir gefährlich und verhält sich mir gegenüber verdächtig. Er würde den Schatz meiner kleinen Edwina stellen. Das werde ich nicht zulassen. Ich habe die Brotkrumen im Haus verstreut und die große Tür versperrt. Ich werde hier sein, wenn. Wenn. Lassen Sie mich vorbei, Scharrer. Ich will gehen. Jetzt. Sie gehen nirgendwo hin. Ich lasse mir von Ihnen nichts befehlen. Sie sind eine typische Margrave. Ich habe die Notizen über Sie gefunden und die verschlüsselten Seiten. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass er wollte, dass Ihnen alles gehören soll. Also habe ich abgewartet und gehofft, dass ich die Tür selbst öffnen könnte. Aber das hat sich als unmöglich herausgestellt. Vielen Dank, beste Edwina, dafür, dass Sie mir das Erbe von diesem abscheulichen, senilen Alten überlassen. Mein Großvater hat immer noch mehr im Kopf als Sie. Sie haben es doch in ganzen 10 Jahren nicht geschafft, ein Schloss zu knacken. Sie werden mich doch nicht hier lassen. Das ist Ihr Zuhause, Miss Margrave, und Sie brauchen noch etwas Zeit, um mit Ihrem geliebten Großvater über die verpassten Jahre zu sprechen. Unterhalten Sie sich ein wenig, tauschen Sie Familiengeschichten aus und amüsieren Sie sich.
Nehmen Sie sich den Schatz, das ist mir egal, aber sperren Sie mich nicht in diese Kammer ein. Wenn Sie das tun, Gerard, dann sind Sie ein Mörder. Ein verdammt reicher Mörder. Warten Sie, Sie können mich hier nicht verlassen. Oh doch, das kann ich. Ihr Margrave tanzt durchs Leben und bekommt, was auch immer ihr wollt. Reichtümer, staatliche Herrenhäuser und Schätze, während der Rest von uns für ein paar mickrige Münzen arbeiten muss. Dieser alte Mann da drüben war unerträglich, rücksichtslos und nur an seinem eigenen Ruhm interessiert. Sie sind ein Lügner. Bin ich das? Sie haben ein paar irreführende Tagebuchpassagen gelesen und jetzt sind Sie in ein Märchen verliebt. Er war ein harter, fordernder Mann und ich weiß das besser als Sie. Leben Sie wohl, Miss Edwina. Nein, gehen Sie nicht. Jetzt sperrt er uns wirklich hier ein. Lassen Sie mich aus, Gerard. Ich kann das nicht glauben. Es muss einen Weg nach draußen geben, oder, Opa? Du hast diesen Ort nicht wirklich Houdini sicher gemacht. Das war nur ein Witz, nicht wahr? Okay, jetzt keine Panik aufkommen lassen. Es muss irgendwas Interessantes in dieser Kammer versteckt sein. Na, da bin ich mal gespannt. Meine liebste Edwina, was musst du von mir denken? Zunächst einmal musst du wissen, dass ich deinen Vater geliebt habe und auf meine eigene egoistische Weise. Ich war eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die meine geliebte Raina ihm geschenkt hat, und dafür schäme ich mich sehr. Es ist kein dummer Zufall, dass so viele Tagebücher unserer Familienmitglieder im ganzen Haus verstreut herumliegen. Sie sind die Puzzleteile unseres rätselhaften Lebens, das uns oft selbst Rätsel aufgab. In Wirklichkeit befindet sich nur ein Drittel des Sonnenstrahlenschatzes in dieser Kammer. Der restliche Teil des... Die Briefe sind immer nur zur Hälfte geschrieben hier. Keine Sorge, Edwina, du bist eine Margrave. Und wir Margraves haben Aufstände, Giftschlangen und Jaguare bezwungen. Du schaffst das. Die Geschichte geht also weiter. Waren wir das jetzt? Nein, das ist... Wer ist das? Ah. Hi, Gerard. Ich habe auf Sie gewartet. Was haben Sie vergessen? Ich will den Rest des Sonnenstrahlenschatzes. Und Sie glauben, dass ich das Rätsel für Sie lösen kann? Haben Sie ihn nicht gerade an sich gebracht und wollten mich hier eingeschlossen umkommen lassen? Wo ist er? Mein Großvater hat den Schatz an einem Ort versteckt, an dem Sie ihn niemals finden werden. Er ist ein Genie. Ha, dieser verdrossene alte Mann soll ein Genie sein. Uff. Na, das nenne ich meine Reaktion hier. Großvater sagt, hallo. Machen wir die Tür von außen zu. Margrave Butler schuldig gesprochen. Weniger als eine halbe Stunde nachdem haben die Geschworenen benötigt, um zum Urteil zu kommen, dass Edwin Margrave Butler, Gerard Patterson, einer langen Liste von Verbrechen schuldig ist, darunter Rechtsbehinderung, Mitschuld am Tod seines Arbeitgebers und versuchter Mord an Edwina Margrave, der Enkelin des berühmten Archäologen. Miss Margrave hat im Prozess eine sehr hilfreiche Rolle gespielt und mit ihrer Zeugenaussage die Verurteilung von Gerard Patterson ermöglicht, der bis zum Ende seine Unschuld beteuerte. Dieser kleine feige Drecksack. Edwin Margrave, rest in pieces. Vielen Dank, Großvater, dafür, dass du mich gerettet hast. Dafür, dass du mir das Leben geschenkt hast und mir beigebracht hast, geduldig und tapfer zu sein. Und dafür, dass du mich gelehrt hast, zu lieben, trotz meiner Ungeduld und meiner Ängste. Ich werde mein Bestes geben, aber seien wir ehrlich, wir werden wahrscheinlich vor einigen Rätseln stehen, denn schließlich bin ich eine Margrave. Ruhe in Frieden. The End. You have now completed the story, however you may still play the main game to complete your item collection. Und das war's mit dem Let's Play um das Geheimnis von Margrave Manor. Ich muss mich nochmal für den kleinen Fehler entschuldigen, dass wir das zwischendrin da zwei Parts versägt haben. Aber ja.
wir haben es ja zum großen Teil dann doch durchgespielt. Wir haben jetzt das meiste gesehen, haben viele, viele Rätsel gelöst, ein Wimmelbild nach dem anderen gemacht. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Wimmelbild-Let's Play. Das eine, was ich ja schon groß angekündigt habe. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr tapfer durchgehalten habt bis zum Schluss. Würde mich freuen, wenn ich euch in einem anderen Let's Play wieder sehe. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.